Der Erfolg muss mir recht geben. Was meine ich damit? Also mir wurde heute Morgen etwas so ultra bewusst. Okay, also wir haben ja diese verschiedenen Chakren und so. Und wir haben Beziehungen von Chakra zu Chakra, von einer Person zur anderen Person. Bei manchen ist es eine Herzchakra-Anziehung, bei manchen Solarplexus, bei manchen Sakralchakra, bei manchen was auch immer. Und drittes Auge zum Beispiel, spirituelle Anziehung. Und was mir auffällt, also erstens, ich bin ultra energiegeladen momentan, übelst energiegeladen. Und dass ich überhaupt dreimal masturbieren konnte in einem Tag und nicht total fertig war. Aber ich habe auch gemerkt, dass diese Angion-Methode und das NoFap gleichzeitig und auch diese Qigong-ähnlichen Übungen, alles das lädt mich auf eine Weise auf, dass ich das kaum unter Kontrolle habe. Im Sinne, da ist so viel sexuelle Energie da. Und ich habe jetzt gemerkt, ich muss damit noch viel disziplinierter umgehen. Also wenn das so auflädt, ich habe nicht erwartet, dass das so auflädt. Wenn das so auflädt, muss ich aufpassen. Echt, so wo ich die Energie hin tue. Und ihr wisst ja, ich habe so diesen Drang, diesen Wunsch. Ich weiß nicht, wie man es nennen würde, so ein richtig geiles Leben zu führen, so einfach viel spannender. Und dazu gehören die Mädels dazu. Du kannst als Mann alleine, total alleine, ohne Mädels, ist es scheiße. Ein Mann braucht eine Frau oder mehrere Frauen, ist egal. Einfach nur für die Erfahrung. Und was ich aber weiß, und ich sollte anfangen, meine Intelligenz zu nutzen. Was ich weiß, ist, dass ich für die meisten Frauen nicht maskulin genug bin oder männlich genug oder was auch immer. Ich habe schon immer gesagt, dass die meisten Frauen dachten, dass ich schwul bin. So. Und jetzt dachte ich mir so, wenn abgesehen davon, dass man die perfekte Liebesbeziehung findet, ja, wo eine Herzchakra-Anziehung ist, aber das kannst du eh nicht kontrollieren, wann das passiert, will ich ja noch leben. Also dazwischen. Ich will ja nicht on pause sein, bis ich die richtige Frau finde. Oder sie mich oder wie auch immer das Universum ist zusammen uns zusammenspielt. Ich will was richtig krass erleben, sozusagen. Und mir fällt auf, dass es ein paar Elemente dazu gibt, wie ich meinen Mangel an Maskulinität überspielen kann, ohne dass ich mich verändern muss auf eine Art und Weise, die nicht gesund für mich ist. Und reines Marketing reicht nicht. Ich weiß, dass auch wenn ich ultra bekannt wäre, zum Beispiel jetzt in der Tschechei, habe ich ist ein Video viral gegangen. Jetzt hat es schon, ich glaube, 65.000 Ansichten. Es haben mir ein paar Mädels geschrieben und sie waren interessiert. Aber die Mädels, die interessiert waren, die waren alle irgendwie so. Die waren so schwarz angezogen. Das war so richtig strange ein bisschen. Aber auch Bombenfrauen, also auch vom Optischen her. So, und ich habe aber gemerkt, das ist nicht das, was ich will. Okay. Es war ja auch reiner Zufall mit diesem viralen Video auf TikTok. Und ich habe mir gedacht, so, wie kann ich das überspielen, dass ich, was kann ich anderes anbieten, dass ich maskulin wirke? Und natürlich diese typischen Dinge, die hochkommen, ist natürlich alles oberflächlich, was wir jetzt besprechen. Das ist alles 3D-Welt. Libido ist sowieso 3D-Welt. Ist Geld, Fitness, Bekanntheitsgrad steigern durch Content, 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 Tantra, dieses Tantra-soziale Netzwerk auch. Model-Fotografie habe ich jetzt angefangen, also zu promoten, so die einzelnen Social Network Sachen einzurichten, hat mir jetzt eine Webseite auch einrichten für Modelfotografie. Das sind so die Bekanntheitsgrad. Aber der Bekanntheitsgrad alleine reicht nicht. Also schon mal gut. Und es ist einer der wichtigsten Elemente, weil wenn dich keiner kennt, kannst du nur noch so maskulin sein. Und das heißt viel mehr Fitness. Ich will jetzt nicht sagen jeden Tag oder so, das ist ja übertrieben. Aber vor allem auch, das muss ich auch dazu schreiben, Angion und Angion-Methode und
schreibe ich hier dazu. Und gut essen natürlich. So, das ist für die Libido-Ermächtigung. Das sind quasi die Punkte für die Libido-Ermächtigung. Du kannst natürlich Dinge auch tun fürs Herzchakra und so. Ich finde, einer der wichtigsten Dinge fürs Herzchakra ist einfach in die Stille zu kommen. Und ich spüre, dass wenn ich jetzt diese Energie nochmal so aufbaue und wirklich diszipliniert damit umgehe, dann ist das ist explosiv. Das ist einfach total explosiv. Also eine Art Transformation. Und ich bin übelst motiviert. Übelst motiviert. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Energie aufkommt durch diese Angehung und alles. Und ich merke wieder, dass ich mehr getoxisch metafremd werde. Was bedeutet wiederum, dass ich alles richtig mache. Und was ich auch gemerkt habe, ganz krass jetzt auf TikTok, die hässlicheren Frauen sind die toxischeren. Ohne Scheiß. Umso hübscher die Frau, umso weniger toxisch. Das ist wirklich interessant. Weil eine hässliche Frau, anstatt sich sie selbst reflektiert und sagt, so was kann ich an mir selber verbessern, durch ihre negativen Erfahrungen vielleicht mit Männern, wird sie, anstatt zu sagen, so ich kann das und das und das machen, fängt sie an aggressiv zu werden gegenüber Männern. Und das ist ja eben das Besondere an Spiritualität, dass du es nicht externalisierst, sondern du guckst halt nach innen. Und diese Frauen haben aber diese Fähigkeiten nicht, deswegen werden sie so böse. Also was die zum Teil gesagt haben, unter meinem Video, diese hässlichen Frauen, krass. Und die Hübschen, der Hübschen sagt so zum Beispiel, du bist nicht mein Typ, und die so, ist alles in Ordnung. Klar, weil sie weiß, sie hat 100 andere Männer, dann dass du ihr abgesagt hast. Nee, weil das ist eine falsche Vorstellung von Männern. Das ist eine absolute Lüge im Pickup, dass wenn du so tust, als ob du nicht interessiert wirst, dass du interessanter wirst. Das stimmt überhaupt nicht. Du musst eine prinzipielle Anziehungskraft haben. Wenn du die nicht hast, wenn du so tust, als ob sie nicht da wäre oder so, dann bist du einfach nicht da. Und ja, heute muss ich echt, also ich werde das strukturiert angehen, und ich merke schon, der Blog, der geht schon wieder ab. Ich habe gestern was eingestellt für Juni-Massagen Philippinen, und schon finden das Leute. So viele Japaner schon wieder auch auf der Seite gehabt, ist übel. Also wie viele Japaner das suchen, das ist krass. Sogar jetzt jemand aus Vietnam und so. Also ich habe echt viel zu tun. Hier sogar aus Mexiko. Oh Mann, ich hätte so viel zu tun. Gestern noch aus Rom auch. Oh Mann, also ich habe wirklich wahnsinnig viel zu tun. Und ich muss die Videos machen, die Introduction-Videos für dies. Content, Content, Content einfach. Ich nutze diese Energie, weil es auch Vitalität ist. Das gibt dir auch Gesundheit. Genau diese Libido-Ermächtigung gibt dir Gesundheit. Aber dass die Energie so stark sein kann, das habe ich jetzt nicht erwartet. Also das ist schon heftig. Mehr kann ich jetzt gar nicht sagen.